wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Gerade im Stream live zu sehen und auch ab übermorgen wieder auf YouTube. Ich habe mich entschieden, nachdem ich Life is Strange fertig hatte, weiterhin irgendein personenbasiertes Spiel zu spielen. Und ich habe mich dafür entschieden, Pathfinder Kingmaker zu spielen. Keine Ahnung, wer das kennt, ist ein Rollenspiel mit, wie sagt man? Mit Strategieelementen? Naja, nicht wirklich eigentlich. Es hat Minigames in diese Richtung. Ist ein Fanprojekt, das vor einem halben Jahr, circa, wahrscheinlich fast ein Jahr jetzt rausgekommen ist. Ich habe schon einmal begonnen und relativ weit gespielt. Ich habe mir gedacht, ich starte eine neue Kampagne und zwar mit einem Warnholz-Lot. The Stolen Land. Ah, das sind Szenarios, die man kaufen kann. Schauen, das ist neu. Ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut und vor allem habe ich nicht, habe ich schon lange nicht neu gestartet. Difficulty. Lass mal normal, ich glaube, das ist okay. Character. Achso. Okay, das geht hier so weiter. So, okay. Das ist ein... Dieses Spiel ist ein... wie sagt man? Ein RPG einfach am Computer. Es gibt ein paar vorgefertigte Charaktere. Um ehrlich zu sein, will ich keinen von denen nehmen. Hedwig. Nein, wir machen einen eigenen Charakter. Wir spielen, ich habe das Spiel als chaotisch gut gespielt. Ich habe mir gedacht, ich werde genau 180 Grad weg von dort gehen und werde einen Lawful Evil Charakter spielen. Wir kreieren einen eigenen Charakter. Ich habe mir noch gar keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Was spielen wir für eine Rasse? Das Porträt, ich weiß noch nicht mal, welche Art von Ding ich spielen will. Vielleicht einen Druiden? Nein, Druiden können wir nicht spielen, wenn wir Evil spielen wollen. Das sind lauter Leute, denen man im Spiel auch begegnen kann. Wer ist er? Wer ist sie? Nein. Das dürfte ein Mönch sein. Kann man einen Mönch Evil spielen? Die schaut aber nett aus. Ranger. Oh, so ist in die Richtung. Keine Ahnung. Irgendein Porträt halt. Kann man ein eigenes Ding, man kann sogar was eigenes hochladen. Naja, okay. Ah, nein, was habe ich getan? Mein Gott. Nein, geh wieder zurück. So. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Irgendein Bild nehmen wir halt. So einen? Nein. So einen? Assassine. Assassine wäre vielleicht ja nicht schlecht. Sie. Letztes Mal habe ich einen Mann gespielt, vielleicht sollte ich eine Frau spielen. Lander Levitai, den kann man kriegen als Berater später. Und der schaut aus wie der Joram, den man auch kriegen kann als Berater. Und er ist, glaube ich, auch einer von den Beratern. Das Bild von einem von den Beratern. Ach, der hat aber so einen Zauberhut. Sie schaut gut aus. Nehmen wir sie, ist ja wurscht. Egal, was wir machen. So, next. So, wir können uns aussuchen. Asima, Half-Orc, Halb-Elf, Halfling, Gnome.
ist weg. Verdammt. Kann ich irgendwie den Dings abschalten? Glaube ich nicht. Gut, Zwerg, Elf oder Mensch. Sonst was gibt's nicht. Was ist Asimar nochmal? Das ist irgendeine Art Angelic-Lebewesen. Aber das will ich eigentlich nicht machen. Halborg vielleicht, wenn wir böse spielen? Nee. Halb Elf? Oder Elf? Böse Elfen. Böse Elfen sind gut. Elven Magic. Elven Immunities. Elven Weapon Familiarity. Children of the bla 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 bla. Was sind Elven Weapon Familiarity? Acquired Ability. Long Bows, Composite Bows, Long Swords, Rapiers and Short Bows. Oh, das ist schon halb 10. Schau an. Elf? Gnomen? Nee. Ich bin ein großer Fan von Gnomen, aber ich habe letztens einen Gnomen gespielt. Das heißt, wir sollten irgendwas anderes nehmen. Sollen wir eher einen Kämpfer oder eher einen Magier spielen? Das habe ich letztens gemacht. Einen Baden, gell? Ich kann nicht der PPC. Skill Focus as a bonus feat at first level. Skill Focus ist langweilig. Skilled, was kann Skilled? Da kriegen wir, glaube ich, mehr Skillpunkte, gell? Ja, naja, aber wir können auch einen Halbling spielen. Ein Halbling-Dieb oder so irgendwas. Nee. Slow Movement, Sure-Footed, Keen Senses, Halfling Luck. Was kann Halfling Luck? Sie für plus 1 Racial Bonus on all Saving Throws. Hey, das ist nett. Das kann ich Gnome eigentlich. Wow. Okay. Zwergen vielleicht? Wir könnten einen bösen Zwerg spielen. Eine böse Zwergentante. Das klingt gut. Wir machen eine böse Zwergentante. So, Appearance. Appearance. Body Type 1, 2, 3. Das ist ein Zwerg, die muss stärker ausschauen. Face 1, 2, 3. Knurr mich an, ja. Gibt es hier auch in Blau? Ja, lassen wir das einfach, oder? Hairstyle, was kann die noch? Kann ich auch einen Bart tragen? Hey, das ist gut. Nehmen wir das, das ist super. Haarfarbe. Ist auch schwarz. Machen wir so, oder? Right hand oder left hand? Ja, wir sind Rechtshänder natürlich. Das ist lustig, sie. Ja. So. Wir kriegen plus 2 auf Con und plus 2 auf und minus 2 auf Charisma und plus 2 auf Wisdom. Okay, das heißt, wir werden sicher keinen charismatischen Typen geben. So, next. Klasse. Was machen wir als Klasse? Irgendeinen Kämpfer vielleicht. Inquisitor oder so irgendwas. Inquisitoren brauchen. Slayer klingt cool. Was ist ein Slayer? Was kann ein Slayer? Skilled at tracking down targets. Slayers are consummate hunters. Looking for the chase and the deadly stroke that brings it to close. Slayers spend most of their time honing their weapon skills, studying the habits and bla 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 bla. Das ist eh keiner dazugekommen, oder? Wie erkenne ich, dass hier irgendjemand zusätzlich dazu ist? Die Person müsste wohl vielleicht irgendwas schreiben. Vielleicht sollte ich da oben zustimmen zuerst mal. Ah, da unten sehe ich es deswegen. 49 Aufrufe insgesamt, arg. Na gut,
Slayer, Arcane Trickster, die kann man noch nicht machen, weil... die kann man erst später machen. Ability to cast Arcane Spells third level. Okay, die kriegt man erst, die kann man erst später kriegen. Slayer dürfte halt sowas ähnliches wie ein Assassine sein. Na, nehmen wir einen Slayer, was soll's. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe noch nie einen Slayer in irgendeiner Form gespielt. Da gibt's drei verschiedene. Entweder den Basis-Slayer, was kann der? Study Target. Slayer can study an opponent. He can see as a move action. The Slayer then gains a plus 1 bonus on weapon attack and damage rolls. Okay, ist gut. Mit einer Move-Action können wir irgendwelche Leute mal targeten und dann einen Bonus gegen die kriegen. Finde ich gut. Das ist ein ziemlicher Killer also. Für Slayer die Sneak Attack Damage to Target. Kann er den Sneak Attacken? Slayer Proficiencies. Slayer is proficient with all simple and martial weapons. As well as with light armor. Das heißt, er kann wahrscheinlich assassinieren. Was ist das da? Slayer Talents. Und das ist Sneak Attack. Okay, wir kriegen im dritten Level kriegen wir Sneak Attack. Finde ich gut. Da kriegen wir plus 3. Was ist das? Target Swift, okay. Da ist dann eine Swift Action, keine Move Action. Okay, wir machen also mehr Schaden. Und später können wir auch sneaken. Nicht so gut wie ein Rogue, aber immerhin. So, was können die anders? Was ist das noch? Advanced Talents. Corey. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Spezialtalente, die man sich aussuchen kann. Am Anfang kriegen wir nur ein Plus 1. Oh, schade. Jo, was kann ein Vanguard? Die Saving Throws sind nicht schlecht. 3, 1, 2. Nicht schlecht für den Anfang. Vanguard. Du kriegst Slaying. Auch du kriegst das. Das Solid Target, aber. Du kriegst auch das, was ist das? Vanguard Tactician. Second level of Vanguard receives a teamwork feat as a bonus feat. Must meet the prerequisites for this feat. Okay, teamwork feats sind grundsätzlich mal nicht schlecht. Action, he can choose one of his current studied targets and grant half his studied target bonus. Ach, das ist schrecklich, da muss ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Nee. Als Lawful Evil Charakter ist das vielleicht nicht so super. Deliverer, was kann ein Deliverer? Was ist der Unterschied zum normalen? The Divine Assassin, God's Blade or Wrathbringer. A Deliverer is a weapon chosen by God to punish those who have committed an affront to the deity. Evil deities are more likely to use assassins than deliverers, but some good deities use deliverers to deal with problems of a subtler nature. Finde ich gut, der klingt gut. Kriegen wir da Zaubersprüche? Deity Selection, nö, aber wir kriegen eine Gottheit, was auch immer das bringt. Was ist das? Determined Seal, das klingt gut. Deliverer shrugs off attempts by his moral opposite to control or kill him. On any round in which Deliverer attacks an opponent whose alignment is at least two steps away from his own. Deliverer fighting a chaotic good or lawful evil foe or a neutral foe with no other alignment components. In the plus 2 bonus on will saving throws. Was ist das? Divine Anathema.
10. Level bis dahin. Dauert sie noch ewig. Der klingt schon mal ganz okay. Der schaut aus wie der normale Deliverer. Wie der normale Slayer. Kriegt aber dieses Slayer Talents erst später. Dafür hat er eine Deity. Was auch immer das bringen mag. Das ist ein Spawn Slayer. Was kann der Besonderes? Generations of warriors hold the line against impossible odds. Some of their ancient techniques persist to this day. Okay. Das hilft jetzt nicht wirklich viel, um zu wissen, was das ist. Der kann ein paar Sachen. Wenig auch. Wurscht. Ist uns wurscht. Der interessiert uns nicht. Deliverer oder normaler Slayer? Wir haben zu wenig Leute hier im Chat, deswegen muss ich mir das selber aussuchen. Wir nehmen schwarz und hellgrün. Das finde ich ist gut, das ist eine gute Sache. Next. Wir nehmen einen Deliverer Slayer. Okay? So, wir dürfen uns einen Gott aussuchen. Asmodeus, also known as King of Hell, Master of Witches. Wir haben noch keine Dings, wir haben noch keine. Haben wir schon eine? Nein, wir haben noch keine. Wir haben noch keine Sachen. Was kann Asmodeus klingt natürlich gut, weil Asmodeus ist glaube ich Lawful Evil. Vielleicht nehmen wir den gleich. Prince of Law is the most powerful of the nine archdevils that inhabit hell and the only one of hell's rulers to claim full divinity. It was he who is credited with the penning the contract of creation within which his followers believe is hidden. The bla 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 era still. Ich bin mir nicht sicher, ob ich als Dings Norgorber klingt auch cool. Kann Lawful Evil, Lawful Neutral oder ja. Is known as the one mortal god of thievery and assassination. Der will auch gut zu uns passen. As well as a keeper of secrets. He's called the Reaper of the Reputation of by some. But he has more insidious titles among worshippers who venerate his other three aspects, Blackfingers, Father Skin Saw, and the Grey Master. He remains an enigma to most and his true motives are unknown. Many of his own followers remain ignorant of his plans and designs. Norgobber is the only evil god amongst the ascended. Nicht jetzt. Ah, nein, ich will nicht Pharasma. Was kann Pharasma überhaupt? Rovaguk? Der kann nur chaotisch. Nee. Awful Neutral? Neutral Evil? Chaotic Neutral? Neutral? Nein. Was bringt uns der da? Favored Weapon Short Sword. Schwarzsort, Quarterstaff, Irori, Unarmed Strike, seid ihr wahnsinnig? Longsword schon besser, aber der kann nur Lawful Good oder Neutral sein. Chaotic. Also es bleiben in Wirklichkeit für uns nur Norgorber, glaube ich, übrig. Gorum nicht, Erastil natürlich auch nicht, Desna sicher nicht. Kaelin. Kalistria auch nicht, aber da auch nicht. Es bleibt nur Asmodeus und Dings übrig. Was hast du für eine Favorite Weapon? Mace. Ja gut, okay. Bringt mir Asmodeus irgendwas? Bringt mir irgendwelche Boni oder so? Oder habe ich den halt einfach?
sell and deliver trucks off attempts by his moral. Ja, okay. Okay, ja, ja, soll sein. Nehmen wir. Wir nehmen Asmodeus. Gut, als Slayer sollten wir Strength, Dex und Con haben. Gut. Gut, 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 gut. Wir haben 25 Punkte. Puh, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Strength. Aber so, 5 of Int ist und Charisma. Man braucht schon Charisma. Charisma ist was für Loser. Wenn jetzt der Charakter hat ein Charisma gehabt. Wir haben 3 Skill Points. Das klingt gut. Wir brauchen Athletics. Wir brauchen Persuasion. Einfach weil wir Persuasion brauchen werden in dem Spiel. Das ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwelche Leute Persuasion machen lassen kann, aber ja, ist wurscht. Und entweder Mobility oder der Stealth wäre nicht schlecht, glaube ich, mit dem Charakter. Wir werden dann auch... Vielleicht ist Athletics gar nicht so wichtig. Skill represents Parry das Physical Ability in such things as Leaping, Skating, Walls and Swimming. Ah, ich glaube, das brauche ich gar nicht unbedingt. Vielleicht Perception. Obwohl ich werde dann Charaktere haben drinnen in der Gruppe, die wohl Perception können. Aber Persuasion braucht man leider fast immer. Kann man fast nichts dagegen tun. Mobility. Was ist der Unterschied zwischen Strength, zwischen Mobility und Athletics? Was kann Mobility? Hallo? This skill represents a character's talent for balance and coordination, including aerial maneuvers, gymnastics and tumbling. Ja, ich glaube Mobility ist wichtiger als Athletics. Okay, gut, passt. Wir haben 3. Next. Vielleicht hätte man in Int ein bisschen was investieren können. Für jedes Plus 1 in Int kriegen wir da eins mehr, aber gut. Ach, pfeif drauf. Skill Points sind überbewertet. So, wir sollten uns einen Weapon Focus nehmen. Und zwar, wir werden dann Sneak Attacks machen. Das heißt, wir sollten irgendwelche Sneak Attack Weapons nehmen. Würde ich mal fast sagen. Sowas wie Daggers, Waffen, Urgroschs. Was ist das? Choose one type of weapon. You can also choose unarmed strike. Ja, 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 bla. Aber könntest du mir sagen, was ein Urgrosch ist? Waffen, War Aches. Great Aches. Hand Aches. Pick Aches. Javelin, Kukri. Kukri sind brutale Waffen. Bin ich in unserer Rollenspielrunde draufgekommen. Hey, da ist tatsächlich jemand, der mir zuschaut. Unfassbar. Das heißt, mir auf den Chat eingehen. Ich sehe den Chat ja nur, wenn ich die Seite sehe. Sie sind ein Gott. Nein, bin ich leider nicht. Asmodeus ist mein Gott. Arg eigentlich. Was nehmen wir für eine Waffe? Das Problem ist, ja. Ich muss mit dem Bildschirm anders stellen. Dann würde ich nämlich sehen, falls irgendjemand was schreibt. So blöder Panda muss irgendein wirklich, wirklich schlechter Schüler von mir sein.
Pandas nenne ich nur meine Schüler, die wirklich dumm sind. Nein, das stimmt nicht. Punching Dagger, das klingt gut. Punching Dagger. Nehmen wir den Punching Dagger, was auch immer es kann. Oder? Ach so, ich bin sein Gott, deshalb. Das habe ich nicht verstanden. Zumindest nicht so schnell. Na gut, bla 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 bla. Wir könnten Short Sword nehmen oder was weiß ich was. Spiked Light Shield Bash. Echt jetzt. Was wir alles nehmen könnten. Oder wir nehmen einen Dwarven Urgrosch. Was auch immer ein Dwarven Urgrosch ist. Pfeif drauf. Nehmen wir. Habe ich das jetzt genommen? Confident. A trivial task. Madman. Stand with me. Pious, ne? Wherever my legs carry me. Madman klingt gut. Okay, wir nehmen Madman. Enter Name. Okay, blöder Panda, du darfst dem Charakter einen Namen geben. Pandalinchen vielleicht oder so irgendwas. Auf jeden Fall, da nehmen wir Lawful Evil. Das haben wir schon gesagt. Oder ich habe das schon gesagt. Hm? Kein Name? Panda? Mustafa? Echt jetzt? Das ist eine Frau. Ich hoffe, dir ist das klar. Ich meine, es ist ein Mädchenzwerg. Mädchenzwerge sind fast Männer, aber... Sieht ja nicht Mustafa. Mufasa vielleicht. Das lasse ich mir einreden. Es kommt fast hin. Ihr wisst, wer Mufasa ist. Was? Ja. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, auf was ihr ja antwortet, wenn ich 300 Sachen sage. Okay, gut, passt. Wir lassen das einfach so. Ist ja wurscht, ich spiele das eh nicht fertig. Okay. Gut, wo war ich? Next. Quick, quick! Else we miss all the fun! Was? Echt jetzt? Hey! Study Target. Okay. Wir sind also ein Level 1 Deliverer. Wir schauen hässlich aus. Wir haben grüne Klamotten. Wir sind irgendwie zu treffen. Okay, 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 okay. So, an dieser Stelle mache ich Schluss mit meiner YouTube-Aufnahme und gehe was zum Trinken holen, weil ich verdurste mir sonst. Und